So, ja, wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar NFP Live Trading mit dem Stereo Trader, Entwickler und Händler Dirk Helger. Wir machen es heute ganz schnell. Ach, vielleicht noch, mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Wir sind ja schon leider spät dran und wollen das Ganze jetzt noch trotzdem die Zeit nutzen, um auf den Bildschirm von Dirk zu übertragen. Noch ganz schnell hier den Risikohinweis. Bitte zur Kenntnis nehmen, dieses Webinar dient zu Schulungszwecken und Sie treffen bitte Ihre eigenen Entscheidungen. Gut, dann jetzt nochmal ein Versuch, den Bildschirm an Dirk zu übertragen. Das hat vorhin doch noch geklappt und ich hoffe jetzt auch. Und das klappt. Ich wünsche viel Erfolg, viel Spaß. Leider sind die Zahlen schon vorbei, aber nichtsdestotrotz wollen wir uns die Märkte mal zusammen angucken. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Danke, Nelson. Und natürlich danke euch für die Geduld. Keine Ahnung, was hier heute los war mit der Technik. Funktioniert irgendwie nicht wirklich. Ich bin auch jetzt hier mit dem Telefon über mehrere Ecken da connected und hoffe, dass wir das jetzt hier irgendwie technisch überleben. Und glücklicherweise ist zumindest mein Akku am Telefon voll. Da muss ich mir jetzt erstmal keine Sorgen machen. So, dann lege ich mal los. Also ich muss jetzt auch erstmal ein bisschen sammeln. Das war natürlich gerade so ein bisschen unangenehm, hier unter Stress irgendwie die Technik noch an den Start zu kriegen und jetzt hier auch noch irgendwie alles im Auge zu behalten. Ich fange mal an mit dem DAO. So, den sehen wir hier auf der linken Seite. Ich muss das jetzt so ein bisschen im Schnellverfahren machen. Ich hatte gesagt, beziehungsweise habe eben mal kurz eingeworfen, dass ich den gerne hier unten hätte bei 23.790. Das ist auch ein Punkt, den habe ich heute Morgen in meinem Blog auch drin gehabt. So, jetzt muss ich aber ganz klar dazu sagen, dieser Trade, also ich bin ja hier short, ich war auch vorher schon mal short und der hat auch heute schon mal Geld gekostet, das muss ich auch dazu sagen, fairerweise, weil wir hatten heute Morgen ein bisschen heftige Bewegungen. Der Trade hier, bitte auf keinen Fall irgendwie nachmachen. Ja? Es gibt nicht wirklich ein Setup dafür. Und was wir hier einfach sehen, jetzt hier auf einer Stunde, das ist eine Range, ja, die ist relativ klar abgesteckt hier zwischen 23.916 und oben 23.963. Und eine Range handelt man eigentlich immer so, unten long, oben short, ja. Und alles andere geht in den meisten Fällen schief. Und auch wenn der jetzt hier gerade mal so ein bisschen ins Plus läuft, der Trade, das heißt nicht, dass der aufgeht. Und weil eigentlich das hier unten der eigentliche Trade, also long, wenn er dorthin kommen sollte, das wäre eigentlich halt für mich einfach nur der nötige Dip, den er halt bräuchte. Und das ist der eigentliche Trade. Und das hier ist eher so halt die Idee dazu. Ja, also fachlich, wenn wir nur Range handeln, würde ich das so niemals machen, weil der Austritt aus der Range ist eigentlich immer so das Döfste, was man machen kann. Ja. Und man sieht ja halt auch hier, er klemmt halt einfach nach wie vor da dran. Das ist hier der Stundenchart. Ich hoffe, man kann das erkennen. Mach es noch ein bisschen größer. Ja, also hier ist die 916. Das war jetzt zum ersten Mal auch, wo er drunter geschlossen hat. Das war jetzt so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das kann man mal versuchen. Das kann funktionieren. Und ist auch hier ein bisschen ins Minus gelaufen, sieht man, aber jetzt hier unten versucht er halt eben da rauszukommen. Das Problem, ich mache das hier mal alles weg, damit wir hier ein bisschen mehr Platz haben. Das Problem heute generell, eigentlich in allen Märkten, ja, ich habe jetzt hier nur drei auf, den Euro, den DAX und den DAO, Gold kann ich gleich auch nochmal zeigen. Was wir halt hier einfach für eine Situation haben, das kann ich im Euro schon mal zeigen, ist jetzt hier im Tageschart zum Beispiel, ja, die klemmen alle am EMA 200 im Tageschart. Jetzt ist das natürlich so ein Ding, wo ich sage, handle ich nicht, ja, also jetzt irgendwie ein EMA 200 oder ein SMA 200, das ist das, wo der DAX im Kassar dran klebt. Kann man jetzt hier nur leider nicht darstellen, weil dazu bräuchte ich die Kerzen auf dem Kassachart. Und die haben wir irgendwo bei 670, also ungefähr da, wo halt auch gestern hier der Kassaschluss war. Und das Gleiche im DAO auch noch. Hier sehen wir das halt, wenn ich hier auf den Tageschart gehe, haben wir hier genau das gleiche Problem. Ja? Der hat halt hier gestern eine schöne Kerze gemacht, hat auch wunderbar hier unten an der 580 reagiert, die ich gestern drin hatte. Und hat entsprechend hier mit dem Hammer geschlossen. So, der hat aber genau das Gleiche gemacht. Das heißt, der will eigentlich halt auch hier reagieren. Also normalerweise ist es halt so, wenn man so einen Punkt hat, beziehungsweise so ein EMA,
ganz oft ist es so, dass dann halt eben Backtest kommt, bevor es dann halt wirklich weitergeht. Und aber das kann nicht funktionieren, wenn es alle Märkte wollen. Also sowohl der Euro als auch bei Gold, als auch im DAX und der DAO. Funktioniert nicht, ja. Und deswegen ist es halt sehr, sehr tricky, was wir hier heute entsprechend halt haben und auch wirklich nicht gut zu handeln, finde ich. Also auch wenn jetzt hier der Short erstmal ganz nett aussieht, ja, wie gesagt, ob das jetzt wirklich funktioniert, steht auf einem ganz anderen Blatt. Und aber wie gesagt, die Idee ist halt die. Was den DAX angeht, den finde ich momentan, müssen wir heute, also ich gebe jetzt hier aber mal einen Teil raus, weil wir hier jetzt halt einfach auch wiederum an einem Punkt sind, der sehr gut für Long oft gehalten hat, bei 846. Also Position liegt jetzt ja ein bisschen vorne hier. Ich schaue jetzt mal irgendwie um in Punkte, dann sieht man es besser. Also 80 Punkte liegt das Ding jetzt vorne. Ungefähr seit ich hier am Erzählen bin, kann halt auch aufhören. Sind noch alle da? Falls nicht, bitte kurz laut geben. Alles gut, wir hören dich noch. Okay. So, wie gesagt, kann aufgehen. Muss aber nicht, und das hier unten ist halt auch so ein bisschen, wäre das halt auch wirklich ein Luxustrade. Ja. Wer beim letzten Mal dabei gewesen ist, da hatte ich halt auch ein bisschen was dazu gesagt zum DAO und so weiter, was die folgenden Bewegungen angeht. Das ging auch auf. Also im Nachhinein, ich habe gesagt, wir wollen da halt erstmal hoch. Das war dann da die 24.435 und dann bis zum Reaktionspunkt runter, was er machen dürfte. Das hat dann alles funktioniert. So eine klare Geschichte haben wir heute eher nicht. Außer, wie gesagt, wir landen hier unten an der Stelle und das wäre dann für mich wirklich so ein Turnaround. Mal über das Einschalten dann entsprechend für Long. So, wenn es denn kommt, wenn nicht, auch gut. Ich mache hier den Stop jetzt erstmal runter. Weil ganz nach hoch muss ich das auch nicht immer unbedingt. Und zwar jetzt halt eine Strecke hier von rund 70 Punkten, aber sowas macht der DAO im Zweifelsfall eben auch in einer Minute. Und deswegen muss man mal ein bisschen vorsichtig sein. Der war heute schon ein bisschen eklig unterwegs. So, dann gucken wir uns mal den Euro an. Den würde ich auf gar keinen Fall handeln, weil, wie gesagt, weil wir genau, wie ich hier gezeigt habe, halt wirklich das Problem haben. Das heißt, ich jetzt hier auch mal noch ein bisschen kleiner mache, beziehungsweise ein bisschen größer mache, dann sieht man es auch nochmal ein bisschen besser. Ja, also wir haben hier einen Tageschart im Euro. Ich schiebe es hier aus. Aber nicht. Im Euro hat hier endlich mal einen Austritt aus der Range, die er über mehrere Tage hatte. Und unverkennbar haben wir halt hier ein lokales Tief. Ja. Und da ist er jetzt halt auch, also ich habe jetzt hier meinen Schlusskurs genommen, der ist auch genau drauf aufgesetzt. Und das ist natürlich ein Support. Das Ganze gepaart hier entsprechend mit dem EMA, wo er jetzt auch genau punktgenau dran hängt jetzt die ganze Zeit hier. Und kann das natürlich funktionieren, ja. Das heißt, damit der weiter short geht, muss er jetzt deutlich drunter brechen, ja. Kann sein, weil er klemmt ja auch hier jetzt schon den dritten Tag hier an dem EMA. Von daher, wie gesagt, ich würde das sowieso nicht handeln, hat für meine Begriffe im Daytrading auch überhaupt nichts verloren, weil man das nicht handeln kann. Also nicht punktgenau zumindest. Und wer jetzt halt irgendwie im Langfristbereich unterwegs ist, der muss natürlich hier eigentlich long gehen, ja. Weil es ist ja, liegt ja kein Trendbuch oder irgendwas halt vor, sondern wir haben hier eine ordentliche Unterstützung an der Stelle. Noch dazu hier ein Paritätswechsel vorher. Also das heißt, erstmal war es Widerstand, dann drüber, Support. Und eigentlich sollte das funktionieren, ja. Bringt aber jetzt nichts, wenn man das halt irgendwie Intraday macht und da halt mal irgendwie 20, 30 tippt. Da halt irgendwie mitzuschneiden. Das wird dafür eher nicht funktionieren. Der darf auch mal hier drunter, darf es mal ein bisschen verletzen und dann trotzdem noch mal hoch. Ja. Also da gibt es eigentlich wenig Grund, warum jetzt rein von dem Bild her das einfach so brechen sollte. Was so ein bisschen dagegen spricht, ist die Wochenkerze. Die sieht halt ein bisschen übel aus, wenn man sich das hier mal anguckt. Und die kommt halt schon ein bisschen heftig darunter. Und dass er die noch gedreht bekommt, also zum Beispiel heute, dass daraus noch mal irgendwie ein Hammer wird, das wäre schon eine ordentliche Strecke, die er hier zurücklegen müsste. Das sind 200 Pip und das halte ich für ziemlich unwahrscheinlich. Und das würde das Ganze natürlich so ein bisschen untermauern. Nichtsdestotrotz, man sieht ja, da hält erstmal was und von daher ist da wenig Grund zur Sorge. Wie gesagt, wenn man halt eben langfristig unterwegs ist. Aber hier heute für die NFT ist für mich kein Grund, da irgendwo ranzugehen. Und hier haben wir auch, ja,
auf 30 Minuten, dann das mal kurz zu zeigen, eben auch, das passiert halt auch nicht viel, der Tritt hat hier einfach nur auf der Stelle. Und typisch wäre, das hatten wir ja schon ein paar Mal halt bei den NFPs, dass er halt tatsächlich erstmal 30 Minuten dann halt hier auch an so einen Punkt rangeht. Oder wenn wir ein Pivot da irgendwo auf der Strecke haben, kann man auch mal gucken. Und auch Sachen, die gerne angelaufen werden. Aber wie man hier sieht, oben ungenau, aber unten dafür sehr genau. Ja, also den hätte man zum Beispiel jetzt intraday handeln können. Das sind halt Punkte, die funktionieren bei News Trading halt schon meistens recht gut. Und ist auch typisch, ja. Erstmal zum nächsten Pivot und dann da erstmal abprallen und dann mal weiter. So, das wären halt hier so 10 Tipps gewesen. Aber dafür waren wir jetzt hier halt auch ein bisschen spät an, sonst hätte ich das natürlich vorher zeigen können. So, dann nochmal zurück. Wie man hier sieht, der Dow wehrt sich gewaltig. War also erstmal richtig, da unten mal einen Teil mitzunehmen, weil das kann natürlich halt immer noch drehen. Mal gucken, wie das auf 30 Minuten jetzt aussieht. Da sind wir eigentlich schon fast wieder auf Anfang an der Stelle. Und ja, da kann man jetzt halt wirklich nur raten. Wie gesagt, wo ich vorhin ja gemeint habe, das ist auch so, ja. Das ist dann vielleicht Erfahrungssache an der Stelle, wenn ich dann so einen Trade mache, wo ich dann sage, der müsste eigentlich erstmal runtergehen. Aber dann auch nur deswegen, weil ich es vielleicht einfach schon 100 Mal gesehen habe oder noch öfter. Und dann halt weiß, das reagiert erstmal bei so einem Verhalten dann erstmal so. Aber ein klares Setup dafür gibt es leider nicht wirklich. So, also, das hier kann ich jetzt noch nicht beschleunigen. Das wäre dann auch wahrscheinlich nachher eher eine Geschichte für die Cutter-Eröffnung um 15.30 Uhr. Und da wäre es dann halt schon möglich, dass wir den Dip dann bekommen. Und da würde ich dann auch die Position dann drehen. Der muss jetzt auch nicht punktgenau reagieren. Das kann so laufen wie gestern. Hier mit der, zeige ich mal hier unten, mit der 23.580. Ja, also die Linie gab es natürlich auch schon vorgestern. Und er hat aber gestern sehr genau daran reagiert. Das heißt, so darf das aussehen. Entsprechend hier ist 30 Minuten Kerze. Die Stunde sieht aber nicht anders aus. Das heißt, wir haben einen ziemlich exakten Close hier dran. Das kann man auch abwarten, weil in seltensten Fällen geht er dann mit einem Spike da runter und rennt direkt wieder hoch. Meistens ist es so, schließt erstmal da, dann gibt es ein bisschen Gezackere, dann gibt es kein neues Tief und dann geht es halt hoch. Und so kann man das wahrscheinlich, wenn sie denn funktioniert, ja, und wenn sie denn überhaupt kommt, mit der Stelle hier ganz genauso machen. Das kann man halt natürlich dann entsprechend mal gucken, was dann halt eben an sonstigen Punkten noch da ist, was der Dow halt zum Beispiel gut findet. Das sieht man ja mit der Trader immer. Das ist nett. Das sind halt Pivotpunkte auf Stundenchart. Sowas findet er ganz nett als Übertreibungspunkte. Das heißt, sehen wir jetzt natürlich noch nicht. Und ganz klar, nur wenn das da hinkommen sollte, und dann kann man halt gucken, okay, wo liegt drunter halt irgendwo ein Übertreibungspunkt und das wäre dann halt so möglicherweise halt dann auch ein guter Entry, um dann auch direkt reinzugehen. Aber man sollte schon gucken, dass der Schlusskurs jetzt irgendwie auf einer Stunde nicht unbedingt drunter ist, weil dann kann es auch fürchterlich in die Hose gehen. Und das Target, um das natürlich auch mal irgendwie kurz zu zeigen, hier nochmal auf den Stundenchart im DAO. Target, Ziel, das wäre entsprechend hier oben. Das sind also alles Linien hier aus dem Block. So viele sind es ja glücklicherweise nicht. Natürlich hier auch ordentliche Strecken, darf man halt nicht vergessen. Ein bisschen kleiner. Mein Target wäre, also problematisch würde die 24.200. Davon gehe ich aus, weil wir hier halt einfach auch überschaubarer. Zum einen hatten wir hier einen kleinen Fehlausbruch in die Richtung. Da war die 24.200 sicher auch schon eingezeichnet. Aber einfach mal von der Bewegung her, ja, wir kommen oben runter und haben hier eine kleine Korrekturwelle und ab da ging es einfach massiv in die Abwärtsrichtung weiter, ja, und haben seither einfach weitere Tiefs gemacht. Und das ist natürlich dann entsprechend rein von der Wellenbewegung her natürlich dann schon relevant, ja, also auch markttechnisch einfach relevant. Und hier sieht man ja, das ging ein paar Stunden eben, hat hier so ein kleines Cluster ausgebildet und deswegen wird das mit Sicherheit nicht einfach mal eben überrannt. Ja. Also auch wenn der da halt eine Übertreibung macht, dann endet die wahrscheinlich hier oben. Aber das würde nicht einfach, wenn er überhaupt halt da hochkommt. Und wichtig wäre insgesamt, um das Ding halt überhaupt nach Long zu drehen. Ja. Momentan ist der Dow halt short. Zumindest mal jetzt hier im Stundenchart. Ich meine, das ist ja auch wirklich einfach zu deuten. Also hier
Da haben wir halt, hier war noch eine Aufwärtsbewegung, aber auch schon innerhalb der Abwärtsbewegung. Hier massiv runter, dann hier Reversal-Versuch und dann kein neues Hoch, runter, Welle. Nochmal hoch, kein neues Hoch, runter. Ja, das ist halt ein sehr, sehr klarer Abwärtstrend. Und das heißt, um da überhaupt, dass das Ding wirklich nochmal long laufen kann, müssen wir halt erstmal, die müssen raus, die 24.200. Das müsste natürlich alles auch heute passieren. Ansonsten haben wir halt einfach das Problem, dass wir im Wochenchart dann halt ein Bild haben, was eher nicht gut ausgeht. Und wenn das heute so kommen sollte, also dass wir hier wirklich da oben einmal dran, das kann dann dauern und dann vielleicht heute Abend mal halt sogar an die 24.419 kommen und dann halt hier irgendwo schließen, ja, in dem Segment irgendwo zwischen 24.200 und 419, dann haben wir zumindest mal die ersten Punkte hier raus, also das heißt die 24.200 wäre raus und dann halt auch hier die 24.054, die auch schon oft gehandelt wurde, wäre raus und dann hätte das natürlich Chancen, dass das nächste Woche dann auch hier der Peak beziehungsweise das relative Hoch nochmal angegriffen wird und genauso eben, 20, eben die 24.630, die ist natürlich am wichtigsten. So, aber dass wir heute da oben schließen, das glaube ich eher nicht. Auch wenn wir schon im Dow 1000 Punkte an einem Tag gesehen haben, aber die Zeiten sind, glaube ich, so ein bisschen vorbei gerade. Also das halt nur mal zur generellen Idee. Und wie gesagt, da sollte er nicht mehr unbedingt runter und überhaupt auf gar keinen Fall halt hier nochmal das Tief irgendwie von gestern anlaufen oder testen oder was auch immer. Das funktioniert nicht. Und weil das wäre schon extrem kritisch dann. Ich zeige das mal, wie das im Wochenchart aussieht und dass man da halt mal, wo ist denn hier der lustige Button? Finde ich irgendwie gerade nicht. Nee, Quatsch, irgendwo wollte ich doch einfach mal. So, Moment, wollen wir hier mal kurz aufräumen. So, Wochenchart, da sieht das Ganze dann halt so aus. Das heißt, wenn man sich das jetzt mal vorstellt, hier sieht man es halt auch durch diesen roten Kasten. Wir befinden uns einfach mitten in der Abwärtsbewegung. Ja? Also das war, seit Wochen ist da eigentlich überhaupt nichts passiert. Mal rein vom markttechnischen Standpunkt aus, wenn man sich mit dem Thema Außenstellwert mal befasst. Also hier ist nichts passiert. Das heißt, wir haben, wann ist das überhaupt, im Januar? Also wir stecken immer noch in der Abwärtsbewegung von Januar. Und das ist diese ellenlange Kerze. Und deswegen haben wir auch immer wieder Reaktionen nach unten. Das ist halt ganz normal. Und hier gab es halt mal einen Ausbruchsversuch drüber, warum jetzt hier so eine rote Linie ist, weiß ich gar nicht. Mach mal weg. Gab es auch so einen Ausbruchsversuch darüber. So, sieht man schön, hat alles nicht funktioniert, ja. Und er muss jetzt nicht unbedingt da unten auch noch einen Ausbruchsversuch machen. Aber das ist eben genau das Problem. Und wirklich durch ist es wirklich eigentlich erst, wenn wir weit über 25.000 halt stehen. So, und das heißt, wir sind hier in der Woche momentan einfach ganz klar eine Abwärtsbewegung, noch längst nicht im Abwärtstrend, aber eine Abwärtsbewegung. Ja. Also um vom Trend zu sprechen, da müssen ganz andere Sachen hier rausgekickt werden. Also wir hat hier uns zum Beispiel, da haben wir halt eine Welle, hier haben wir eine, das heißt, da müssen wir hin auf 21.600 erstmal. Ja. Und dann wäre halt hier entsprechend halt, könnte man überhaupt mal von einem Abwärtstrend überhaupt mal sprechen. Also wir stecken nur in der Bewegung und das ist eben das Problem. Und ein Daily, um das nochmal zu zeigen, ja, so hier auch, das ist alles nur seitwärts. Und da müsste halt einfach mal ein Statement her. Das heißt, hier müsste wirklich mal eine ordentliche Kerze, da halt mal da oben raus. Und dann hat es auch Chancen, dass es da oben entsprechend angegriffen wird. So, wie sieht es denn hier überhaupt mit dem Trade aus? Achso, Nelson, ich kann natürlich keine Fragen sehen. Du darfst aber gerne. Ja. Also bis jetzt ist noch. Ist hier momentan eh nicht. Ja. Also bis jetzt sind noch keine Fragen drin im Chat. Lauschen alle gespannt zu. Okay. Gut, also wenn jemand irgendwie was einwerfen will oder auch zu einem anderen Markt, dann kann ich das natürlich gerne machen. Und es sind wahrscheinlich wieder viele auf den DAX fixiert. Und da bin ich momentan tatsächlich gar nicht drauf fixiert. Also auch wenn hier, ich sag mal, das alles soweit passt, also generell traue ich dem halt zu, sage ich zu dem auch mal ein bisschen was, generell traue ich dem zu, dass wir da oben die, man hier nur jetzt nicht, mal ein bisschen größer, die 813 haben wir da oben jetzt auch als Value Area High, das ist ja lustig.
Also das, die 1813, das war eine Linie, die habe ich halt vor ein paar Tagen eingestreut und ist jetzt interessanterweise genau das Value Area High vom Market Profile. Und zwar von vorgestern, sehe ich gerade. Und das ist halt wieder mal ein genauer Match da oben. Für die, die sich das, den Market Profile halt nicht sagt, kann ich kurz was dazu sagen. Das hat hier jetzt ein Add-on. Das zeigt halt einfach nur sozusagen also die Handelsspanne an. Letzten Endes, wo 70% des Tagesvolumen gehandelt wurden. Also jetzt hier zum Beispiel für die Tageswerte, da oben ist die 12.800, haben wir hier oben. Und hier unten ist es die, nein, die will ich nicht, 12.274. Ja. Also darin wurden halt gestern 70% des tatsächlichen Handelsvolumen gehandelt. Das heißt, das ist halt die Fair Value Area, wenn man so will. Also darin ist der DAX bezogen auf gestern fair bewertet. Also drunter ist zu billig, drüber ist zu teuer, um es mal ganz profan auszudrücken. Und hier, wo wir den Spike auch heute Morgen hatten, die 767, 768, das ist der Point of Control. Und das ist einfach nur der Punkt von gestern, wo der meiste Umsatz tatsächlich stattgefunden hat im DAX Future. Und hier ist umgerechnet auf den Katar-DAX, beziehungsweise X-DAX, beziehungsweise CFD-DAX. Aber nur, damit man das mal versteht. So, und was jetzt halt hier zum Beispiel gerade passiert ist, er versucht jetzt hier sozusagen zu billig zu werden, ja. Versucht jetzt hier aus der Value Area, also von dieser 800 bis hier unten zur 724, da versucht er jetzt auszubrechen und sich unterhalb zu etablieren, weil halt einfach, das kann man natürlich halt hier irgendwelche Gründe anführen, aber letzten Endes einfach, weil die den DAX handeln, die Händler, die den FDAX handeln, halt versuchen gerade halt den Preis da drunter zu drücken. So, und typisch ist halt einfach immer wieder ein Reinlaufen in diese Area, beziehungsweise das ist nicht so einfach, da rauszukommen. Sieht man auch hier, geht mal drunter und geht dann doch wieder rein, ja, weil war dann doch zu billig, ja. Ganz, also so profan und doof es auch klingt, aber mehr ist es halt im Endeffekt nicht, ja, was es damit auf sich hat. Und das ist halt, was der DAX gerade treibt, und dem traue ich auch grundsätzlich zu, das hatte ich heute Morgen auch geschrieben, dass der nochmal einen Angriffsversuch da oben hin startet, also auf die 813. Und an diesem Punkt, das sollte er eigentlich im Laufe des Tages auch irgendwann mal machen. Dann kannst du den Daumen hier im Auge behalten. Da bin ich so wirklich runter, ja. Das sollte er auch im Laufe des Tages mal machen. Es bleibt halt nur die Frage, ab wo. Und sinnvoll wäre hier entsprechend, wenn wir halt hier auch nochmal dann halt irgendwo möglicherweise ein kleines neues Tagestief bekommen. Das muss nicht viel sein, der kann auch das Gap zumachen. Also das Kassa-Gap von gestern, was wir hier bei, was sind wir da? 686 halt sind. Das wäre halt einfach nur ein schicker Punkt, wenn es von da dann halt nochmal zurückläuft, hier an die 724. Und dann kann man eigentlich schon fast davon ausgehen, dass wir auch bis zur 12.800 kommen. Und ob das da dann weitergeht, wird man sehen. Aber ein Angriffsversuch, da ist glaube ich schon, dass er heute nochmal kommt. Aber wie gesagt, wahrscheinlich auch erst nach einem Dip, den er hier machen muss. Und dann entsprechend hoch. Also von der Bewegung könnte das halt zum Beispiel dann halt so aussehen. Hier mal einzuzeichnen. Dann ist man ein bisschen besser Gefühl dafür bekommen. Also sowas wäre halt zum Beispiel dann einfach denkbar. Ja. Also das ist hier dann nochmal zurücklaufen. Enger als hier. Sowas halt zum Beispiel. Ja. Hier ist auch eine Frage jetzt auch konkret jetzt zu diesem Setup, wo man jetzt tatsächlich reingehen würde, inklusive Stop und Target. Jetzt im DAX oder wie? Ja. Das Problem, was halt einfach hier im DAX halt ist, also grundsätzlich ist ja halt ein Gap Close, den wir hier hätten, wenn er das tatsächlich macht, ist ja grundsätzlich nicht gut. Ja, also das heißt, das ist ja nicht direkt dann halt noch bullish. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Und noch dazu kommt hier unten, dass wir halt hier den SMA 200 im Kassa haben. Ja, das heißt, es wird einfach nochmal gezerrt. Ich würde, wenn man hier long sucht, ich würde wirklich die Bewegung eher abwarten
bis das da unten wirklich durch ist, abwarten, bis er hier nochmal in diesen Bereich reinläuft, also diese die 724, und dann ab dort gucken, dass ich nochmal bei der Kassaeröffnung zum Beispiel, die haben wir halt auch hier, die ist ja knapp drunter, die bei 700, könnte auch matchen, 723, 720, das heißt darüber dann einen kleinen Backtest, irgendwo halt hier in die Richtung, und dann würde ich hier, würde ich entsprechend dann halt erst morgen reingehen. Also ist für meine Begriffe sicherer, wie wenn man jetzt halt hier unten irgendwo sich mit den ganzen anderen Händlern da irgendwie halt an der SMA 200 irgendwo zankt, weil dann habe ich zumindest schon mal die Bestätigung, ja, dass ich halt nochmal eine Reaktion hier habe, dann habe ich die Bestätigung, dass dieses Tief, was wir hier haben, nicht verletzt wurde, und ich habe die Bestätigung, dass wir wieder in der Preisspanne von gestern sind, und das ist für meine Begriffe wesentlich sicherer. Und was die Stopsetzung angeht, wird man dann letzten Endes, muss man dann halt gucken, was man dann hier nochmal halt irgendwo an solchen lokalen Tiefs hat. Also mal angenommen, das wäre es jetzt gewesen. Kann ja auch sein, ja. Ich habe ja keine Glaskugel. Kann ja auch sein, dass es das schon war. Und dass er jetzt halt nochmal hier hochläuft. Und wenn er dann halt eben nach der US-Eröffnung immer noch hier drin ist, und da wäre, da gehört dann halt letzten Endes dann auch der Stop hin, ja. Beziehungsweise rein markttechnisch muss man natürlich eigentlich erstmal warten, also wo entsteht dann der nächste Hochpunkt. Das heißt, wenn ich dann zum Beispiel so eine Welle kriege hier über die 270 und dann gehört der Stop eigentlich hier hin erstmal, ja. Und es kann halt sein, dass man da halt mehrere Anläufe braucht. Aber ich würde hier unten nicht reingehen, halte ich für nicht gut handelbar. Also es kann zwar sein, dass es heute einfach genauso läuft, kann aber auch genauso gut sein, dass es hier endloses Gezacker gibt. Und ich glaube, hier oben ist es wesentlich einfacher, dann auch nachher irgendwo einen vernünftigen Stop halt zu finden. Das ist ja auch immer die Frage, Stopsetzung, ja, aber in welchem Timeframe bin ich denn unterwegs? Bin ich auf Stunde unterwegs oder bin ich im 5-Minuten-Chart unterwegs, wo auch immer? Oh, ich bin hier gerade rausgeflogen, sehe ich gerade, ne? Ja, aber ist ja okay. Das ist ja erstmal soweit. Okay, ja, gut. Ja, das war aber halt klar hier der Punkt, dass wir da halt eine Reaktion kriegen, deswegen habe ich auch dort einen Teil rausgeworfen erstmal. Beziehungsweise was halt klar, wenn es so klar gewesen wäre, wäre ich natürlich ganz rausgegangen. Aber es war halt wahrscheinlich, dass die halt nicht so klein ausfällt. So, aber wie gesagt, das wäre halt jetzt, um mal auf den DAX halt zurückzukommen, das wäre halt so mein Ansatz, wie ich das machen würde. Also generell, wir haben jetzt 15 Uhr, jetzt hier erstmal abwarten, was jetzt hier der Kassamarkt halt macht, ob es da auch nochmal einen Dip geben wird oder eben nicht. Und daher jetzt da halt irgendwo eine Stopsetzung zu finden, wird glaube ich nicht funktionieren. Aber wie gesagt, man muss einfach warten, beziehungsweise ich muss halt die Frage einwerfen, welcher Timeframe, ja. Also ich meine, wenn ich im Tageschart unterwegs bin, dann gehört logischerweise der Stop ganz klar unter das Tagestief von gestern. Ja. Wenn ich im Stundenchart unterwegs bin, muss ich dann einfach gucken, wie bis dahin meine Kerzen halt aussehen. Und momentan würde ich jetzt mich hier für Long entscheiden, was ich nicht mache, dann gehört er einfach hier unter das tiefste Tief halt hier von der Stundenkerze. Deswegen kann ich es leider so pauschal jetzt nicht beantworten. Und was wird hier? Kann man auch mal zeigen, vielleicht kann man sogar mal kurz handeln, zum Beispiel mal für den Skype. Da läuft jetzt hier wieder rein, sieht man ja hier die 5-Minuten-Kerze, sitzt genau auf dem Value Area Low von gestern, geht jetzt hier über den VWAP, beziehungsweise geht da dran an den aktuellen Point of Control, das heißt, hier haben wir für heute den meisten Umsatz und da kriegen wir dann wahrscheinlich auch eine Reaktion jetzt gleich. Für ein paar Punkte, vielleicht kann sein, dass nur für 10 Punkte irgendwie reicht, weiß ich nicht, wir mal machen. So, einfach mal kurz dagegen halten. Wie gesagt, geht hier nur um Skype und mal gucken, ob das funktioniert. Aber hier normalerweise sollte ein bisschen Bewegung halt passieren, aber sind jetzt hier, Punktestopp habe ich jetzt hier, 6 Punkte. Mal gucken, ob das klappt. Aber das ist jetzt halt zumindest mal eine typische Bewegung, ja. Auch wenn der jetzt nicht funktioniert, der nächste wäre definitiv da oben. Ja, dann habe ich halt, einerseits habe ich die Future-Eröffnung hier oben. Ich habe das Value Area High von heute. Und das heißt, von der Bewegung sieht man dann halt auch, das war ein kleiner Loser hier mit 6 Punkten, wie gesagt, das macht aber nichts. Von der Bewegung habe ich halt, jetzt kommt er dann doch, okay, mach vielleicht einfach nur ein bisschen eng.
weil es halt einfach typisch ist, ja, dass man halt einfach, wenn wir da halt reinlaufen, dass man einfach von unten nach oben durchgeht. So. Und Reaktion hier, Point of Control, das ist okay, den muss ich jetzt noch nicht nochmal machen, aber wenn der hier oben zum Beispiel hinkommt, da auf jeden Fall. Ja, also das ist halt schon sehr, sehr wahrscheinlich. Zumindest, zumal wir hier nochmal auch so einen Spike halt haben, wäre sogar nochmal ein kleines neues Hoch an der Stelle und damit wäre einmal halt der faire Preisbereich einmal von unten nach oben komplett durch. Ja. Aber wie man hier ja zum Beispiel jetzt sieht, ja, ich habe es ja vorhin gesagt, wenn es halt zum Beispiel nach 15.30 Uhr passiert und dann ist es wesentlich einfacher, da reinzugehen. Das heißt, wenn man jetzt hier sagen wird, okay, ich gehe hier massiv long, dann gehört der Stop einfach da unten hin, weil ich habe hier den Eintritt in die Value Area von heute und von gestern und damit habe ich eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit, dass das Ding auch erstmal weiterläuft. Nämlich dann wahrscheinlich schon bis hier oben hin. Wie gesagt, das hier war jetzt hier nur für den Skype gedacht. Und aber dann habe ich halt ein bisschen Gewissheit. Und da geht der jetzt nicht einfach nochmal drunter. Ja. Zumindest nicht so ohne weiteres. Das würde auch bedeuten, hier nochmal ein neues Tief machen zu müssen und so weiter und so fort. Und wie gesagt, kann natürlich noch passieren, weil jetzt 15 Uhr ist irgendwie keine gute Uhrzeit, um sich da jetzt halt irgendwie für den Rest vom Tag festzulegen. Ich würde auf jeden Fall die US-Eröffnung abwarten und dann halt gucken, wie der Markt da halt reagiert, ob es da bleibt oder eben nicht. Dann haben wir hier. Aber trotzdem kann jetzt hier. Achso. Bitte? Nee, ich dachte, du wärst schon fertig. Bitte, fahr fort. Nee, ich bin auch fertig. Nee, alles gut. Da waren hier noch zwei Fragen, hat aber jetzt weniger was mit dem DAX zu tun, deswegen wollte ich jetzt nicht stören. Und Ach so, zwar nice. Einmal dann deine Einschätzung zur Gold und die zweite Frage ganz kurz, wird der Still Trader die manuell eingezeichneten Linien demnächst automatisch zeichnen? Automatisch nicht, also es wird halt ein Add-on halt geben und das hatten wir ja schon mal auch in einem anderen Webinar auch schon mal drin. Und das heißt, weil ich mache diese Linien, die zeichnen der ja nicht automatisch, ja. Also die Rede ist ja wahrscheinlich von den Marken, die ich vorhin gemeint habe, ne? Wahrscheinlich, also ja. Die Geschichten. Ja, genau. Weil das ist ja Handarbeit. Das heißt, da setze ich mich ja wirklich abends immer eine Stunde, anderthalb hin und ermittle halt die Punkte, wo es Reaktionen geben wird oder in 90% der Fälle tatsächlich dann Reaktionen sein werden. Und es wird aber ein Add-on geben, so dass man das halt abrufen kann und dann im Chart darstellen kann. Ich habe das hier schon drin, das sieht man ja halt auch. Das Ding heißt Live und also Stereo Trader Live Add-on. Und das heißt, ich blende mir hier automatisch jetzt die Linien ein. Aber nicht, weil das Ding jetzt die Linien automatisch erzeugt, sondern es ruft die halt vom Server ab, weil ich die dort halt entsprechend hinterlege. Und deswegen sieht das jetzt hier aus, als wäre es automatisch, das ist aber halt nicht. Das ist wirklich Handarbeit. So, dann schnappe ich mir mal Gold. Gold haben wir die Woche auch schon einen schönen Trade hinbekommen. Da kann auch sein, dass ich der Einzige war. Ich weiß gar nicht, ob da jemand dabei gewesen ist, ob da jemand mitgegangen ist. Habe ich aber für heute auch nicht auf dem Schirm. Aus dem gleichen Grund, wie ich vorhin für die anderen Märkte genannt habe. Und mal kurz zeigen, ein bisschen umsortiert. Und zwar haben wir hier das gleiche Problem im Tageschart wie in den anderen Märkten auch. Ja. Also wir haben halt hier einfach groß, wir haben halt hier auch diesen wunderschönen EMA. Ja. Und das sieht man ja halt auch. Also generell hatte ich ja gesagt, Gold Short, aber da bin ich raus, hatte ich halt auch Woche irgendwann gesagt, bei 304 wollte ich raus sein, ja, das ist auch genau da. Und aber dass die Bewegung kommt, das lag halt auf der Hand, beziehungsweise dafür gab es dann halt auch ein schönes Setup. Mein markttechnisch eben auf einer Stunde betrachtet, hat das wunderbar gepasst. So, und was jetzt hier kommt, gleiche wie beim Euro. Also das heißt, wir haben hier eine Reaktion an diesem, einmal ist es der EMA so, aber der EMA ist ja nicht alleine, genau beim Euro auch. Sondern wir haben ja halt hier auch wiederum halt ja, einen lokalen Tiefpunkt. So, und das passt halt hier einfach gerade zusammen. Und das ist natürlich der Grund, oder beziehungsweise einfach
Ich glaube sowieso nicht an EMAs und so weiter, beziehungsweise handle sie nicht, aber das passt natürlich zusammen. Und wenn man sich das mal anguckt, wenn man jetzt den EMA sich mal wegdenkt, ja, dann wurde hier einfach nur dieses lokale Tief bestätigt und der EMA war zufällig da. So, kommt aber nichtsdestotrotz an der Stelle zusammen und kann natürlich hier funktionieren, dass der das Gold jetzt hier auch nochmal halt ein ordentliches Reversal ausbildet und wirklich dann einfach nach oben wegzieht. Und im Wochenchart das gleiche Problem wie beim Euro. Sieht momentan erstmal nicht gut aus, müsste halt auch eine entsprechende Bewegung halt kommen. Und hier sehen wir halt das Gleiche. Gold im Wochenchart, wenn ich dort den EMA 200 nehme, dann bin ich da erstmal auf 1287,86 irgendwo um den Dreh rum. Da muss man, glaube ich, wirklich irgendwie eine Glaskugel haben oder würfeln, um das jetzt vernünftig einzuschätzen. Ja, also ich meine, auf der einen Seite, warum soll er da jetzt halt runtergehen? Auf der anderen Seite kann Gold aber da drunter gehen, weil es einfach egal wäre. Weil wenn ich das auch mal einfach in ein paar Wellen hier aufdrösele, was jetzt nicht zu genau, sondern nur wirklich mal Pi mal Daumen hier an der Stelle. So, und dann haben wir halt hier so eine Bewegung, das heißt, wir sind generell aufwärts. So, hier zwar kein neues Hoch, sondern Doppeltop sozusagen. So, spricht aber überhaupt nichts dagegen, ja, wenn das jetzt hier mal runterkommt und bis in diesen Bereich und dann eben wieder hochgeht, spricht überhaupt nichts dagegen, ja. So. Aber da jetzt hier festzulegen, halte ich für einen Fehler, weil es kann sein, dass das hier hält, es kann auch einfach sein, dass es bricht. Und wenn es bricht, ist es egal. Und wenn es hält, ist halt die Frage, wie lange es halt hält. Ne? Also von daher ist das halt, glaube ich, irgendwie generell überhaupt kein guter Punkt, um hier irgendwas zu handeln. Also es ist auch hier wiederum die Frage des Horizonts, wo will man hin? Will ich im Tageschart unterwegs sein? Will ich das halt ein paar Wochen da drin lassen? Oder geht es da wirklich nur halt irgendwie um einen Daytrade? Also das ist halt immer die ganz große Frage. Aber generell, wenn so ein Ding irgendwie im Tageschart in der Nähe ist, lieber Finger weg. Also ist natürlich Geschmackssache, aber das ist zumindest mal mein Ansatz. Stelle ich mal die Gegenfrage, welcher Timeframe war denn gemeint? Ist hier noch nicht geschrieben worden, aber vielleicht kann der Teilnehmer das noch ergänzen. Okay. Ansonsten, USD-Cut hat heute wieder geliefert. Ah, nee, den habe ich mir vorhin tatsächlich angeguckt, der war mir aber zu seitwärts. Nur so als kleine Randbemerkung. Ja. Ansonsten hast du ja noch ein Feedback, dass der Stereo Trader auf Windows 7 tadellos läuft. Und dann Windows 7, ja, bin ich ja hier, ne? Auch tatsächlich. Ja. Ansonsten, ja, der Teilnehmer mit bezüglich Gold kann er vielleicht noch die Zeiteinheit noch reinschreiben. Ansonsten, bitte. Ja. Ja, hier mit gerade nochmal zum DAX, der war vielleicht vorhin einfach ein bisschen eng oder halt ein bisschen früh, aber hier sieht man jetzt halt, ja, das ist halt eine Reaktion. So, mehr wollte ich auch gar nicht vorhin, halt die paar Punkte, wie gesagt, vielleicht einfach nur ein bisschen eng abgesichert. Aber das ist halt jetzt einfach ein typisches Verhalten, weil hier am Point of Control, aber das lohnt sich hier halt auch nicht wirklich. Ich meine, das hier ist der Spread mit einem Punkt und das geht halt hier so irgendwie, warte mal, irgendwie so 7, 8 Punkte rauf und runter. Und daher auch nicht wirklich gut zu handeln gerade. Da sollte man wirklich warten, bis ein bisschen mehr Wohler dann eben auf dem Markt ist. Und hier jetzt halt auch, hier haben wir den VWAP an der Stelle, das heißt der volumengewichtete Durchschnitt. Da haben wir jetzt die nächste Reaktion. Und bevor der jetzt weiterläuft, gibt es da einen Backtest und kann gut sein, dass es einfach dann nach oben geht. Hier an das Value Area High. Also würde zumindest passen. Und aber jetzt auch kein Punkt jetzt unbedingt, um hier zu handeln. Der wäre jetzt vorhin ganz nett gewesen, aber dann nehmen wir lieber hier oben den. Aber ohnehin jetzt für längere Geschichten unbedingt irgendwie die Eröffnung halt abwarten. Also das bringt so, glaube ich, nicht. So, und der Dauer kommt dann noch ein bisschen runter. Leider ohne mich, aber ist ja nicht schlimm, weil der eigentliche Trade wartet eigentlich eh hier unten. Also den würde ich schon gerne machen, wenn er sich entsprechend halt darstellt, so wie ich das vorhin geschrieben habe. Ja, ist natürlich jetzt so ein bisschen schade, dass wir heute hier verspätet reingekommen sind. Und deswegen ist so ein bisschen was hier ja
weggelaufen, beziehungsweise halt gerade der hier, der Short, der war ja schön eigentlich soweit, dann doch noch hier im Dow 80 Punkte im Maximum eben. Und aber leider, wie gesagt, ein bisschen spät, technisch bedingt eben. Bei Gold Okay. war der Tageschart gemeint. Und vielleicht noch Ja. ganz kurz, ein Teilnehmer schreibt, der Ton ist sehr schlecht. Kann ich jetzt nicht bestätigen, ehrlich gesagt. Also ist natürlich schon eine andere Qualität als sonst, aber du warst eigentlich ganz gut zu hören. Ja, also wie gesagt, ich kann mich hier nur entschuldigen für den technischen Stress. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. War leider so noch nie und versucht es hier ja irgendwie halt zu umgehen. Deswegen, ich habe halt hier tatsächlich so das Mobilfunktelefon hier so im Hemd stecken und rede da jetzt halt drüber. Deswegen kann es halt sein, dass der Ton leider halt Nein, so auch aus wie meine. ganz viele bestätigen auch, dass der Ton soweit alles in Ordnung ist. Also kein Thema. Okay. So, mal gucken, ob das Sinn macht, den Achso, Euro vielleicht hier hier vielleicht. Gold noch, Tageschart noch ergänzend, bevor wir das Ja, vergessen. genau. Da bin ich ja gerade drauf eingegangen. Ne? Ich habe mich auf den Tageschart bezogen. Also für mich kein Punkt, um da irgendwas zu handeln. So. Macht, glaube ich, irgendwie keinen Sinn. Glaube ich nicht. Also das ist halt einfach, ich kann es dir nochmal zeigen, halt hier einfach die mögliche Bewegung. Ja, also schwer zu sagen. Also hat ja schon gehalten, der Punkt hier halt auch. Ja, schweben wir ja gerade so ein bisschen drüber, aber nach oben hin ist nichts passiert. Deswegen würde ich eher sagen, wenn sowas hier unten kommt, ich habe jetzt gar nicht geguckt, wo der liegt, würde mich aber nicht wundern, ja, wenn er hier dann da halt einen Dip macht, zu echt, tatsächlich dann dem EMA hin, das hier dann zum EMA-Händler. Gucken, wo wir da landen. Also ja, wäre halt dann hier auch so ein bisschen drunter, wäre dann so ein bisschen Geschiebe. Das macht aber, glaube ich, mehr Sinn. Und hier haben wir halt auch noch ein Gap, zum Beispiel, wo man sowas dann halt irgendwie kombinieren kann. Kriegt man da vielleicht ein schönes Setup raus. Kann ja mal gucken, ob das FIBO-technisch noch irgendwie zusammenpasst. Hier von der Bewegung her. Ja, tatsächlich. Guck an, das wäre doch schön. 61,8, ganz genau. An der Stelle, also bei 1.285. Das wäre für Long tatsächlich dann, glaube ich, ganz nett. Wäre auch noch über dem Gap. Das muss ja nicht unbedingt zumachen. Wie gesagt, Gap Close ist eigentlich nicht gut. Und wäre noch schön drüber, wäre auch so ein Punkt, wo viele sagen, ah, jetzt machen wir endlich mal das Gap zu. Also eigentlich eher genau umgekehrt. Dann da drüber irgendwie rein und weg nach Norden. Das wäre eigentlich nett. Aber werden wir heute auch eher nicht mehr sehen. Aber kann man sich ja mal irgendwie im Hinterkopf behalten und dann mal beobachten, wie sich das entwickelt. Aber das wäre zumindest halt eine Bewegung, da würde ich sagen, das passt. Und zumal wir hier dann auch kleines neues Tief hätten und da in die markttechnische Unschärfe dann auch reingehen an der Stelle und dann nach oben raus, das kann nett werden. Also dann natürlich halt auch entsprechend für länger. Also kann man ja mal irgendwie, ich werde es mir nachher auch mal notieren, können wir uns ja mal angucken, dann in 4 Wochen nochmal 1.285 etwa. Das wäre so ein Punkt. Nur sollte natürlich dann auch nicht hier nochmal großartig tiefer, dann ist es natürlich vom Tisch. Sowas hier, wenn er das Gap zumacht, meinetwegen, ja, dann soll er es ja machen. Ist ja auch keine Riesenstrecke mehr hier an der Stelle. Aber besser wäre eigentlich halt, wenn es aufbleibt. Und dann halt mal gucken, ob das weiterlaufen könnte. Wäre übrigens auch so ein Trade, den ich auch gerne mal machen würde, halt ein Gold wirklich auch mal für ein paar Wochen oder Monate mal vernünftig einfangen für Long. Da wäre ich auch dabei. Okay. So, mehr weiß ich jetzt auch nicht an der Stelle. Wie gesagt, Cover abwarten. Da jetzt auch nicht unbedingt in der ersten halben Stunde aktiv werden, weil meistens wird es ja dann doch irgendwie erst in den letzten Minuten von der Stundenkerze gezeigt, wo die Reise hingehen soll. Und von daher muss man das nicht unbedingt machen. Auch hier haben wir jetzt wieder Reaktion. Da wahrscheinlich aber eher weniger wichtiger ist vielmehr hier die 845. Genau. Was vorhin ja auch mal kurz reingestochen hat. Kann auch sein, dass es jetzt nochmal reagiert. Also für den Skype, ja. Ja, das ist halt schon ein Thema. Aber für mehr jetzt auch nicht unbedingt. Hier Ich ist hatte noch so was noch reingeguckt. eine Frage zum Live-Add-on, ob das kostenpflichtig wird. Höchstwahrscheinlich ja.
So, muss ich hier mal gucken. Das kriegen wir hier ein bisschen was. Versuche ich jetzt mal einfach nur als Reaktionspunkt 15.20 Uhr, weil da hat man ein bisschen Zeit, um jetzt da halt irgendwie eine Entscheidung halt irgendwie vor der Eröffnung da halt herbeizuführen, wo die Reise hingehen soll. Von daher jetzt hier so mein Ansatz und dann Reaktion. Gucken, ob das gelingt. Da darf man natürlich nicht runter. Und frisch die Kerze. Mal gucken. So, und das heißt jetzt hier, wenn man halt sowas macht, da wäre es dann einfach auch, wir haben jetzt hier einen Reaktionspunkt, das ist hier so ein paar lokale Tiefs. Und hier ist die 845, die kommt wiederum aus dem Stundenchart. Und hier die 5-Minuten-Kerze. Und dann wäre jetzt halt die Idee, dass die nochmal hier oben drüber fließt. Dass wir hier halt einfach nur so ein bisschen Reaktion halt haben, wobei ich da jetzt auch blind reingegangen bin. Das ist so gut, ist natürlich auch nochmal die andere Frage. Aber das wäre zumindest jetzt nicht ungewöhnlich, wenn der Dauch das jetzt macht. So, das ist auch auf hier auf der Kassa-Eröffnung. Aber das hat jetzt eigentlich hier mit den NFP eigentlich nichts zu tun. Also ich glaube halt nicht, dass der generell so einfach hier drunter läuft. Ja? Also auch wenn er es jetzt macht, ja. Und da war so ohne weiteres, das war so ein starkes Kauflevel, die 845 die ganzen Tage. Und selbst wenn er jetzt das Spike drunter macht, die werden wir schon nochmal sehen. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Wie gesagt, am liebsten jetzt hier. Direkt an der Stelle nochmal hoch zur, wo sind wir da? 23.860. Weil es einfach zur 5-Minuten-Kerze passen würde auch. Ist hier nur so ein bisschen zu hoch reingekommen. Leider. Ich glaube, hier ist der falsche. Ja, 3 Punkte. Okay. Weil ich das ja mit der Limit Pullback gemacht habe, die habe ich irgendwie ein bisschen schlecht erwischt an der Stelle. So, kann man mal gucken, ob das funktioniert. Und ansonsten, wie gesagt, haben wir eigentlich soweit hier alles besprochen. Wenn noch irgendwas ist, bitte gerne. Genau, eine Frage ist noch jetzt reingekommen. Lese ich mal kurz vor. Und zwar, hallo, kurze Frage zu den Pivotpunkten im DAX. Bei mir wird zum Beispiel der Pivotpunkt, der Stundenpivot S2 bei 12.692 angezeigt, anders als bei dir. Woran kann das liegen? Das kann einfach sein, dass das hier nicht aktualisiert ist. Mal gucken. Das ist nämlich auch so ein schräges Phänomen vom MetaTrader 4. Bei 768 einfach nochmal draufklicken. Gucken, ob es dann nicht an einer anderen Stelle steht. Also bei mir steht er bei 12.768. Okay. Ja. So, das war keine gute Idee, wie man sieht. Also. Dafür war der Short vorhin gut. Aber wie gesagt, trotzdem, ja, das wird nicht einfach. Das ist nur, weil der Markt natürlich hier vor der Öffnung ziemlich illiquide ist. Dann könnten wir jetzt auch nochmal reingehen. Und also ohne weiteres wird das Level hier nicht im Stundenchart überboten. Aber das hier nochmal, das ist ohnehin mein Favorit. Das hier war jetzt halt nur eine Idee für Scalping. Hat halt nicht funktioniert, aber wenn nicht immer alles funktioniert. Okay. Ja, gut. Okay. Ein chaotischer Tag, zumindest am Anfang. Ja, ich möchte mich wirklich bei den Teilnehmern bedanken, einmal für die Geduld am Anfang und wie auch hier im Chat zu sehen, für die Wertschätzung, dass wir wirklich alles versucht haben, das Webinar trotzdem zu starten.
Und natürlich danke an Dirk für den Einsatz, dass wir hier trotzdem das Webinar entsprechend auch machen konnten mit dir. Vielen Dank an der Stelle. Möchte mich bei allen Teilnehmern bedanken für die Teilnahme, wünsche ein schönes Wochenende und natürlich weiterhin viel Erfolg und würde mich sehr freuen, Sie wieder hier zu sehen. Wir haben diesen Monat kein Helptest, also wir machen im nächsten Monat weiter mit NFP wieder. Und ja, vielen Dank, Dirk. Auch dir wünsche ich natürlich ein schönes Wochenende und du weißt, was jetzt kommt. Du hast das letzte Wort. Ja, auch von meiner Seite Dankeschön, dass ihr da wart und sorry nochmal für den hässlichen Hässel. Da müssen wir auf den Grund gehen, woher das gekommen ist, weil das war halt leider zum ersten Mal so. Und deswegen bin ich natürlich halt auch hier vorhin am Anfang leider so ein bisschen, ich will nicht sagen verstreut reingekommen, ja nicht. Ich meine, der Trade war ja schon da. Ich hatte auch vorher irgendwie kurz gesagt, wo die Reise hingehen soll, aber nichtsdestotrotz ist natürlich schöner, wenn man ein bisschen Vorlauf hat und nicht da halt irgendwie so zwischen Tür und Angel da halt irgendwo was reingeben muss. Und dafür natürlich halt riesen Dankeschön für eure Geduld da am Anfang und wünsche euch auch ein schönes Wochenende, erfolgreiches Trading, freue mich aufs nächste Mal und ja, bis dahin. Und danke natürlich auch an Nelson und an das Team von FX Lab für die Organisation vom Webinar. Ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss zusammen.